Frau Bernhöft, Sie haben ja heute hier den fliehenden Täter beobachten können, nach dem Raubüberfall auf die Post. Ja. Was haben Sie denn gesehen? Ich stand mit einer Bekannten dort und wir haben uns unterhalten und plötzlich hören wir ein Geschrei. Und in dem Moment kommt auch der Fahrradfahrer gefahren, der hatte eine Kapuze auf, war vermummt, also ein Tuch bis hier über die Nase und in bunten Beutel von der Edeka, so ein Plastikbeutel rechts an der Hand und rauscht an uns vorbei und die Frau von der Postfiliale hinterher und schreit und wir haben das erstmal gar nicht begriffen, was eigentlich los ist und sie schreit dann bloß Überfall, Überfall. Man ist trotzdem irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, überwältigt, dass das Vormittag, so 3:15 muss es ja gewesen sein, ich komme vom Arzt, dass das da passiert und ja gut, auch die Leute, die dabei standen oder die Autos, die entgegenkommen, man schaltet ja gar nicht so schnell. Man denkt ja, was rennt die Frau jetzt auf der Straße, ist die krank oder hat die irgendwas oder ist sie geistesgestört? Aber ehe man das begriffen hat, ist eigentlich das Schlimmste schon vorbei.